Wahrer Stil zeigt sich in Details. Das gilt für Kleidung, Uhren, Schuhe. Und neuerdings auch für Mobiltelefone. Doch welches Lifestyle-Handy taugt wirklich zum ständigen Begleiter? Da wäre zum Beispiel das HTC Touch. Sein Bildschirmmenü lässt sich bequem mit dem Finger bedienen. Allerdings nur auf der obersten Ebene. Darunter muss wie bei vielen anderen Smartphones der Stift ran. Dafür bietet das Betriebssystem Windows Mobile vollen Office-Komfort. Zum Beispiel Outlook für E-Mails. Selbst Dateianhänge wie Bilder sind damit kein Problem. Dank Windows Media Player ist das Handy aus Taiwan auch für die Wiedergabe von MP3-Musik und Videos gerüstet. Auch hier steuert die elegante Oberfläche die wichtigsten Funktionen. Sind jedoch anspruchsvollere Aufgaben wie die Dia-Show gefragt, kommt unweigerlich der Stift ins Spiel. Das bringt den ansonsten flüssigen Bedienablauf immer wieder zum Stehen. Multimedia-Dateien, Adressen und Termine holt sich das Handy per Kabel vom PC. Unterwegs geht das HTC per WLAN online, zum Beispiel in Internetcafés oder über die halbwegs schnelle Mobilfunktechnik Edge. Die Webseiten sehen für ein Handy ordentlich aus. E-Mail und Multimedia erledigt das Windows-Handy routiniert. Sein Internetbrowser ist aber nicht mehr ganz auf der Höhe der Zeit. Zweiter Kandidat, das Prada-Handy von LG, eine Kooperation mit dem italienischen Modelabel. Es lässt sich komplett mit dem Finger bedienen. Das Menü ist aber manchmal etwas verzweigt und umständlich. Dafür glänzt das Prada mit seinen Fotofunktionen. Selbst per E-Mail empfangene Bilder lassen sich speichern und als Diaschau anzeigen. Neben selbst aufgenommenen Fotos und Videos spielt der mobile Player auch MP3-Musik und andere Multimedia-Dateien vom PC. Etwas extravagant stöckelt das Hochglanz-Handy in Richtung Internet. Webadressen wollen umständlich in SMS-Manier eingegeben werden. Und weil es keinen WLAN-Funk hat, surft das Prada ausschließlich per Edge im Mobilfunknetz. Ist die Webseite endlich angekommen, muss man zum Scrollen immer wieder auf die Pfeiltaste tippen. Und aufwendige Seiten wie die von Yahoo lassen das Bild völlig aus der Fasson geraten. E-Mail und Multimedia haben Stil. Der Internetdarstellung fehlt es aber deutlich an Raffinesse. Der letzte Schrei in Sachen Lifestyle-Handys ist das iPhone von Apple. Eher ein kleiner Computer als ein Mobiltelefon. Seine E-Mail-Funktionen laufen so geschmeidig, wie man es vom PC zu Hause gewöhnt ist. Das Programm kann selbst mehrere Megabyte große Fotos problemlos anzeigen. Zwei Finger reichen aus, um ins Bild hinein zu zoomen. Nur schade, dass man die Dateien nicht auf dem Handy speichern kann. Im Gehäuse steckt ein vollwertiger iPod. Dank Touchscreen ist er noch leichter zu bedienen als bisherige Modelle. Der Finger blättert blitzschnell durch die Mediensammlung. Wie gewohnt dient die iTunes-Software zum Synchronisieren mit dem Computer. So kommen auch Videos auf das iPhone, denn filmen kann die eingebaute Kamera nicht. Richtig Spaß macht das Surfen im Internet. Per WLAN kommen die Seiten zügig aus dem Netz. Edge sorgt unterwegs für ordentliche Geschwindigkeit. Der Clou ist jedoch das ausgereifte Browser-Programm. Vergrößern, scrollen und verschieben, alles kein Problem. Ja, selbst zwischen mehreren geöffneten Seiten lässt sich per Fingertipp wechseln. Außer Flash-Angeboten werden fast alle Seiten so perfekt angezeigt wie am PC. Das Programm Google Maps kann ein richtiges Navigationssystem zwar nicht ersetzen, es zeigt aber weltweit zu jeder Adresse eine Straßenkarte mit der genauen Position. Und wer mag, kann sich den Wohnort der gesuchten Person auch gleich auf einem Satellitenfoto ansehen. Alle Funktionen profitieren von Apples einzigartigen Touchscreen. Doch welcher Hersteller schafft den Zuschnitt aus Form und Funktion nun am besten? Das HTC Touch ist mit Sicherheit ein sehr, sehr gutes Firmenhandy und interessant auch für Leute, die noch nachträglich Software installieren wollen, zum Beispiel Navigationsprogramme. Das LG Prada ist ein sehr, sehr schickes Handy mit einer schönen Bedienoberfläche, aber unter der schicken Schale schwächelt es dann doch ein wenig. Das gilt für das iPhone wiederum überhaupt nicht. Das hat eine sehr ausgeklügelte Bedienung und ist eigentlich das Lifestyle-Accessoire schlechthin. Mit Apples neuem Kulthandy sind stilbewusste Mobilfunker also bestens angezogen. Zumindest in dieser Saison.